Hallo und willkommen zum letzten Video im Kapitel 13 zu Konsensprotokollen. Ich möchte hier noch drei Dinge mit Ihnen besprechen. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar Worte zu Paxos sagen, als einem der beiden wesentlichen Konsensprotokolle generell, ein wenig eine Idee vermitteln zu byzantinischem Agreement und mit einer kleinen Fallstudie noch abschließen. Fangen wir mit Paxos an. Paxos ist vermutlich, trotz meiner Lobrede auf Raft, das am meisten benutzte und verbreitete Konsensprotokoll in typischen Systemen. Zookeeper, Kafka, Chubby, alle benutzen intern Paxos oder eine Variante davon. Bei Zookeeper kann man sich streiten, inwiefern das inzwischen von Paxos weg und eher zu Raft ähnlich geworden ist. Aber wie schon in der Einleitung erklärt, Paxos ist wirklich nicht leicht. Das ist eigentlich eine Protokollfamilie, gar kein ein einzelnes Protokoll, das von einem Basic Paxos zu einem Multi Paxos zu einem Fast Paxos zu Byzantin Paxos und so weiter geht, die unterschiedliche Trade-offs machen, die unterschiedliche Fehlerannahmen unterstellen. Basic Paxos, wie der Name vermuten lässt, das grundlegende Protokoll davon, ist noch überschaubar in den Fehlerannahmen, ein Fail-Stop-Modell, unterschiedliche Geschwindigkeit, Netz ist asynchron, kann aber ausfallen und es kann partitionieren. Wir unterstellen, dass wir höchstens F Ausfälle haben, dann zwei F plus 1 Prozessoren Prozesse ausfallen können, benötigen. Wir bekommen dann so die üblichen Eigenschaften, Safety und Liveness. Dabei ist Safety hier, wir machen keine unkorrekten Entscheidungen, das ist Agreement. Aber wegen FLP, unter den Rahmenbedingungen gilt ja das FLP-Protokoll, können Sie nicht mehr garantieren, dass Sie diese Entscheidung auch immer machen. Das heißt, Paxos ist nicht unbedingt lebendig. Es kann sein, dass Paxos bei Entscheidungen blockiert. Nebenbei, Raft ist im strengen Sinne auch nicht lebendig, es ist ja ein probabilistisches Verfahren. Es ist bei Raft nicht leicht, eine obere Schranke für die Dauer anzugeben, bis zu dem eine Entscheidung gefallen ist. Tatsächlich gibt es die obere Schranke nicht, aber sie ist probabilistisch schnell abnehmend, sodass es eigentlich auch kein Live-Protokoll in dem Sinne ist. So, und wenn Sie sich das jetzt hier noch anschauen würden, ich flippe nur kurz durch die Folien, was hier an Protokollnachrichten passiert und mit wie vielen Sonderfällen man sich hier Gedanken machen muss. Netzpartition, keine Partition, Partitionen, die wieder zusammengeführt werden, Teilprotokolle, die innerhalb einer solchen Falls als eine Teil-Leader-Election angestoßen werden müssen. Und das war ein Strohmann-Protokoll, das nur sagen sollte, wo die Schwierigkeiten sind. Lesen Sie es sorgfältig, wenn Sie es lesen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Lassen Sie uns zu byzantinischem Agreement kommen, als ein anderes Modell über Ausfälle nachzudenken. Wie gesagt, bis jetzt waren unsere Ausfälle immer sehr, sehr angenehm. Es waren Fail-Stop-Ausfälle, ein Knoten ist entweder ist einfach tot und er sagt nichts mehr oder kommt nach einer gewissen Zeit wieder, benimmt sich dann aber auch. Selbst ein Modell wie den sogenannten Babbling Idiot, ein Knoten fängt an, einfach Unsinn zu reden, haben wir nicht wirklich untersucht. Aber hier machen wir noch das Leben gleich noch schwieriger. Wir machen den Gegner, den Gegenspieler. Naja, was kann man jetzt hier noch erwarten? Nicht? Also wenn ich beliebige Anzahl von Gegenspielern habe, dann gibt es mich nicht mehr, dann gibt es nur noch die Gegenspieler. Dann kann ich überhaupt nichts erwarten. Also werde ich mich einschränken müssen. Ich werde, wie schon am Anfang des Kapitels gesagt, mich einschränken müssen, was Agreement, Validity und Termination angeht. Ich kann bestenfalls plausibel hoffen, dass das für die Non-Faulty-Prozesse gilt. Für die Verräter werden eh machen, was sie wollen. So, als Randbemerkung, es ist ein gängiges Missverständnis zu denken, dass Algorithmen für byzantinisches Agreement auch gute Algorithmen für ausfallende Knoten sind. Da müssen Sie sich die Definition genau angucken. Das passt tatsächlich gar nicht so gut zusammen, was die genauen Erwartungen bei Validity und Agreement jeweils sind. Die Algorithmen sind tatsächlich nicht unmittelbar austauschbar oder übertragbar.
Machen wir mal einen Strohmann. Machen wir mal ein Fallbeispiel oder denken wir mal drüber nach, was passieren würde, wenn wir sagen, naja, ein Verräter kann ich doch mit zwei anderen Knoten in Schach halten. Ich mache Triple Modular Redundancy. Ich mache dreifache Redundanz, indem ich für einen möglichen Verräter zwei Reserveknoten vorsehe. Naja, interessanterweise, das reicht nicht. Und das kann man sich leicht überlegen. Machen wir doch mal ein Beispiel. Machen wir mal ein Beispiel mit drei Knoten ABC, jeweils paarweise wechselseitig miteinander verbunden. Und irgendeiner davon ist mein Verräter, ich weiß aber nicht wer. Und nehmen wir mal an, die kommen mit folgenden Vorschlägen daher. 1, 0 und 1. Dürfen sie. So, wenn ich eine normale Durchführung mache, kein Fehler, kein Verrat, dann, naja, viele Möglichkeiten habe ich ja gar nicht. Ich schicke mal meine Information an meine Nachbarn und dann schicke ich das, was meine Nachbarn mir geschickt haben, an meinen jeweils anderen Nachbarn. Also, Knoten A schickt seine 1, seinen Vorschlag 1 an seine beiden Nachbarn und dann schickt er in der zweiten Runde das, was er vom jeweils einen Nachbarn gehört hat, an den anderen Nachbarn. Also hier sagt A an B, C hat mir gerade 1 gesagt und er schickt an C, B hat mir... Da ist ein Schreibfehler. B hat mir gerade 0 gesagt. Das sollte hier... Okay, Modulo Schreibfehler. Hier funktioniert alles und Sie kriegen hier alles genau hin. Was machen wir im Fall, dass C der Bösewicht ist? Naja, ich mache genau das Gleiche. Nicht? In der ersten Runde schicke ich an alle meine Nachbarn das, was ich weiß oder vorschlagen möchte. Und in der zweiten Runde schicke ich das, was meine Kollegen mir gesagt haben. Aber jetzt mache ich hier bewusst eine Fehlinformation. Das ist kein Schreibfehler, das ist der Bösewicht, der lügt. In der vorherigen Runde wurde ihm ja gesagt, dass B den Vorschlag 1 hat. Hier behauptet er, B habe 0 vorgeschlagen. Okay? So, jetzt kann man sich überlegen, ist es blöd, hier nur zwei Runden zu machen? Naja, fügen Sie eine dritte Runde hinzu, aber was erzählen Sie denn da? Jetzt können Sie sich hier wieder sandkastenmäßig er sagt, ich sag an den Kopf werfen. In weiteren Runden führen Sie keinen weiteren Informationsaustausch durch. Sie können den fehlerhaften Knoten nicht dazu zwingen, sich jetzt irgendwie anders zu benehmen. Also mehr Runden helfen nicht. Das heißt, wenn C unser Fehler ist, unser Verräter ist, dann könnte sowas passieren. Was ist, wenn A der Verräter ist? Naja, dann schummelt A an dieser Stelle hier. Denken Sie, hier haben wir jetzt A, B mit 0 vorschlagen lassen und jetzt hier lügt jetzt hier A. Und jetzt machen wir noch das Beispiel, dass B fehlerhaft ist. Dann fängt B direkt an hier. Dann fängt B direkt an hier Unsinn zu erzählen. Das ist auch ein Schreibfehler hier. Der langen Rede kurzer Sinn. Die Details sind gar nicht so wichtig. Der lange Rede kurzer Sinn ist, wenn Sie diese ganzen einzelnen Szenarien nebeneinander legen, dann können Sie sich überlegen, dass für manche Knoten manche dieser Szenarien gleich aussehen. Das sieht dann so aus. Ich habe meine vier Fälle. Keiner benimmt sich verkehrt. C, A oder B benehmen sich daneben und können dann... Für welchen Knoten sind dann welche Fälle gleich aussehend? Naja, und dann ist zum Beispiel der Fall hier, C benimmt sich fehlerhaft und der Fall B benimmt sich fehlerhaft. Die beiden Fälle sind für Knoten A nicht unterscheidbar. Der kann es nicht auseinanderhalten. Also an der Stelle zucken sie die Achseln und sagen, jetzt weiß ich jetzt auch nicht, was gilt. Und es kommen unterschiedliche Dinge raus. Ne? Also, wenn Sie hier A und C sich als Beispiel angucken, dann kommt halt raus, A muss sich einmal entscheiden für eine 1, er muss sich andererseits hier muss sich C entscheiden und sie sind in einem Widerspruch gelandet. Ne? Sie können dann dazu sagen, es kommt dann darauf raus zu sagen, A entscheidet sich für 1, dann und dann, wenn er sich für 0 entscheidet. Das ist jetzt kein formaler Beweis und ich bin jetzt auch durch die Folien gehuscht. Mir geht es nur so um die grobe Idee, dass wir das mal gesehen haben, dieses Argument. Also, Triple Modular Redundancy reicht nicht, um byzantinisches Agreement zu lösen. Sie brauchen mehr Knoten als das. Wenn Sie zu byzantinischem Agreement jetzt noch Synchronizität ins Geschäft stecken, also beschränkte Antwortzeiten, beschränkte Nachrichtenlaufzeiten, dann ist es tatsächlich ein lösbares Problem, wenn Sie
genügend viele Knoten benutzen. Wir könnten jetzt hier noch einen Algorithmus durchsprechen, das ist gar nicht so furchtbar spannend, das würden Sie eh nicht von Hand implementieren. Aber dann kann man sogar mit einem relativ einfachen Algorithmus, wenn Sie hier viermal so viele Knoten wie mögliche Verräter benutzen, einen relativ simplen Algorithmus benutzen, der steht hier auf zwei Folien im Prinzip da. Kann man das Beispiel noch durchsprechen. Aber das ist eh kein praktisch einsetzbarer Algorithmus, weil er zu viele Knoten braucht. Um die richtige scharfe Schranke von n größer 3f, echt größer, nicht größer gleich, echt größer hier hinzukriegen, brauchen Sie bessere Algorithmen. Da können Sie unter dem Schlagwort Exponential Information Gathering mal nachgucken. Und im Prinzip bauen Sie dann einen Baum der gesamten Geschichte auf, was Ihnen irgendein Knoten über irgendeinen anderen Knoten erzählt hat, dass der über einen dritten Knoten geredet hat. Also Sie suchen sich die Gesamtmenge aller Informationen zusammen und versuchen dann Schlüsse zu ziehen. Ist aber spürbar kompliziert. Genau. So, ich möchte noch etwas mehr Zeit in eine Bemerkung investieren zu möglichen Fallstudien. Eigentlich haben wir schon ganz viele Fallstudien da gesehen. Zookeeper ist ein typisches Beispiel, Paxos-basiert in seiner ganzen Atomic Broadcast-Struktur, beruht genau darauf, ein Paxos zu benutzen, um für Atomarität, gleiche Reihenfolge der Auslieferung zu sorgen. Diverse Filesysteme, diverse Dateisysteme sind Paxos-basiert. Und ein Beispiel, das ich noch kurz betonen möchte, ist etcd als ein Key-Value-Store, der auf Raft aufsetzt. Und jetzt sagen Sie, Key-Value-Store hatten wir doch schon viele. Ja, hatten wir schon viele, aber keine, die mit diesen Fehlerszenarien umgehen konnten. Memcached oder Ähnliches ist bei weitem nicht in der Lage, mit den Fehlerszenarien umzugehen. Was wir hier haben, ist also ein, wenn Sie das Marketing lesen, Distributed Key Value Store, verlässlich für Most Critical Data of a Distributed System. Es ist simple, secure, authentifiziert, schnell und auf Raft aufbauend, deswegen auch verlässlich. Hat zumindest ein paar Grundzeugen in der Benutzung. Kubernetes etwa ist auf etcd aufgesetzt. Oder, na, das ist falsch, benutzt etcd, um Verwaltungsinformationen verteilt zu halten. Es ist ähnlich wie sowas wie ein Zookeeper, wieder gedacht für kleine Mengen von Key-Value-Paaren in Memory mit einem Kommandozeilen-Klienten und so weiter. Wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen sollten, sowas zu brauchen, was höhere Anforderungen als so ein simples Memcached stellt, ist etcd vielleicht gar keine schlechte Idee, um Informationen darüber abzuwickeln. Sehr schön. Damit sind wir am Ende dieses Kapitels. Das ist vielleicht das anspruchsvollste Kapitel in der ganzen Vorlesung. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Konsens ist eigentlich das Königsproblem, das Kronjuwel in der ganzen Menge der verteilten Systemalgorithmik. Und es ist ein essentieller Baustein, um diese ganzen Systeme fehlertolerant hinzubekommen in einem praktisch praktikablen Sinne. Und auch in einem beweisbar korrekten Sinne. Sowohl für Paxos wie für Rafts gibt es Korrektheitsbeweise, sodass Sie sich auch darauf verlassen können, dass es unter den langen Liste von Annahmen das Beste tut, was getan werden kann. Man kommt aus der prinzipiellen Unmöglichkeit nicht raus und Sie können sich jetzt dann entscheiden, ob Sie so ein blockierendes à la Paxos oder so ein stochastisches Verhalten à la Raft haben wollen. Beides ist für alles, was Sie vermutlich jemals in Ihrem Leben bauen werden, ist beides eine sehr gute Lösung und mit Sicherheit besser als etwas, was man sich mal so abends nebenbei bei einer Flasche Bier ausdenkt. Nehmen Sie getestete, beweisbare Systeme für sowas. Genau. Und die inhärente Komplexität dieses Problems ist letztlich der Grund, dass es solche Systeme wie Chubby, Zookeeper und ähnliche gibt. Und auch da wieder meine dringende Aufforderung und Bitte, nehmen Sie solche Systeme, versuchen Sie nicht, sowas selber zu bauen. Der Testaufwand und der Verifikationsaufwand, den Sie an solchen Stellen haben, ist einfach gigantisch hoch. Tun Sie sich das Ihrem Kunden, Ihrem Arbeitgeber, Ihrer Firma nicht an. Benutzen Sie das, was es tatsächlich gibt und was
beweisbar und verlässlich funktioniert. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören in diesem etwas längeren Kapitel. Wir sehen uns im nächsten Video.